Ja, hallo liebe Kinder, heute geht es um Reibung. Zunächst einmal, was bedeutet Reibung? Ihr kennt den Begriff Reiben. Das ist immer dann, wenn sich zwei Oberflächen treffen und sich gegeneinander bewegen, dann sprechen wir von Reiben. Und das, was dabei entsteht, ist Reibung. So, dazu werden wir einen Versuch durchführen. Da brauchen wir einen solchen Holzklotz hier. Sandpapier benötigen wir gleich. Wir benötigen Rollen. Habe ich so ein paar Rollen und ein Kraftmesser. Okay, also, und wir sehen in der Durchführung, der Versuch wird in drei Schritten durchgeführt. Und zwar wird der Holzklotz im ersten Schritt an den Kraftmesser gehängt und es wird versucht, ihn über den Tisch zu ziehen. Ihr solltet gut darauf achten, was der Kraftmesser anzeigt. So, und dann nochmal ganz sorgfältig hingucken, was passiert, sobald er sich bewegt. Also guckt auf den Kraftmesser an dieser Stelle. Ich drehe das mal nochmal um. Ich glaube, dann ist es etwas besser zu sehen. Okay, so. Dann im zweiten Schritt versuchen wir das Ganze mal mit Sandpapier. Ja, ich glaube, Sandpapier kennt ihr alle. Das nimmt man zum Schleifen von Holz beispielsweise. So, wenn wir jetzt als Unterlage Sandpapier haben und nicht den Tisch, dann guckt ihr bitte wieder auf, ja, andersrum auf den Kraftmesser, was der anzeigt. Hier kann man auch ganz deutlich sehen, wie man Aufgabe 1 beantworten soll. So. Was wir sehen können, ist, also man muss viel, viel mehr Kraft aufwenden, um den Klotz zu bewegen. Und jetzt achtet mal darauf, was passiert, sobald sich der Klotz bewegt. Genau auf die Skala achten. Okay, ich glaube, man hat es gesehen. So, und im dritten Schritt, da verwenden wir die Rollen. Lege den Holzklotz auf Rollen und dann gucken wir mal jetzt genau auch wieder auf den Kraftmesser achten. Okay, gut. Ich würde sagen, damit ist alles getan.